Früher habe ich mit der Pfeiltaste nach unten, nach vorne und Y auf meinem Super Nintendo Feuerbälle verschossen. Heute wird es nicht ganz so brenzlig in DATEV-Rechnungswesen, aber dennoch möchte ich dir zeigen, wie du mit Tastenbelegung beim Buchen massiv Zeit einsparen kannst. Mein Name ist Andreas Hausmann und ich sorge dafür, dass du weniger Frust mit deiner Fibo hast und mehr Freude mit deinen Zahlen. Und heute soll es mal um meine 5 liebsten Tastenbelegungen beim Buchen gehen. Du hast vielleicht auch andere und da werde ich dir auch mal zeigen, wo du noch weitere Tastenbelegungen am Ende finden kannst. Aber gehen wir jetzt erstmal auf meine kleinen Favoriten ein. Und da grundsätzlich bei mir jede Buchhaltung digital ist, buche ich auch viel mit digitalen Belegen. Und das ist super praktisch, wenn ich die Belege auch einfach mal überspringen kann, wenn ich sie nicht buchen möchte, weil zum Beispiel der Beleg schon eine Transaktion im Folgemonat betrifft. Und ich das nicht in diesen Stapel reinbuchen möchte, weil, kennst du vielleicht auch, wenn man einmal in diesem Buchhaltungsfluss drin ist, möchte man buchen, um möglichst viele Buchungssätze ins Programm zu bekommen. Und das ist ganz praktisch, wenn man nicht zur Maus greifen muss, um zwischen den Belegen zu blättern. Und dazu gibt es diese geniale Tastenkombination, nämlich Shift und Bild nach oben und unten. Diese Tasten findest du links neben deinem Ziffernblock. Da kannst du nämlich zwischen den Belegen hin und her blättern und du siehst bei mir, der Cursor, also das Eingabefeld in der Buchungszeile bleibt hier im Feld BU stehen. Also ich kann weiter meine Eingaben machen, ohne zur Maus greifen zu müssen. Deswegen ist es eine meiner liebsten Tastenkombinationen und genau mit dieser Vorgehensweise, die durfte ich bisher auch immer den DATEV-Einsteigern in meiner Zeit bei DATEV beibringen, um denen einfach zu zeigen, hey, wenn du nicht zur Maus greifst und mehr mit der Tastatur arbeitest und auch mit Tastenkombinationen, kommst du schneller voran und du bekommst die Buchungssätze schneller ins Programm. Da gibt es beim digitalen Belegebuchen aber noch eine weitere schöne Tastenkombination, die einem das Leben einfacher macht und den Griff zur Maus überflüssig, nämlich die Tastenkombination zum Blättern im Beleg. Weil es gibt ja manchmal auch mehrseitige Rechnungen und da will ich ja nur wissen, ob er den richtigen Gesamtrechnungsbetrag aus dem Beleg ausgelesen hat. Und dazu kann ich die Steuerungstaste zur Shift-Taste dazu nehmen und mit nach Bild nach oben und unten im Beleg rumblättern, um dann den Gesamtbetrag zu prüfen und die Buchung zu vervollständigen. Deswegen auch einer meiner liebsten Tastenkombinationen in der Anwendung. Dann gibt es noch eine besondere Tastenkombination, nämlich jeder Buchstabe, der in der Buchungszeile, das siehst du hier unten, unterstrichen ist von den verschiedenen Funktionen, die kann ich über eine Tastenkombination ansprechen. Und dazu muss ich die Alt-Taste und den unterstrichenen Buchstaben drücken. Im Fall von einer Aufteilung, die ich starten möchte, wäre zum Beispiel die Tastenkombination Alt und N. Und dann kann ich direkt in die Aufteilung starten, ohne zur Maus greifen zu müssen. Auch sehr praktisch und nutze ich auch sehr gerne, um halt schnell ins Aufteilen reinzukommen. Und früher oder später ist es dann auch mal so weit in jeder Buchhaltung, dass wir rausfinden, hey, die Buchung, die wir da gemacht und zwischenzeitlich festgeschrieben haben, muss ich kurz den Beleg schließen, die passt nicht mehr so, die muss korrigiert werden. Da könnten wir dann aufs Kontoblatt entsprechend draufgehen oder die Buchung, wir gehen mal auf dem Kontoblatt drauf. So, einfach eine Wareneingangsbuchung hier, die Buchung entsprechend korrigieren. So, und dafür gibt es auch eine sehr, sehr schöne Tastenkombination, nämlich die Tastenkombination Shift und F8. Damit erstellen wir eine Generalumkehrbuchung. Und sobald wir die unten in der Buchungszeile haben, können wir diese Generalumkehrbuchung dann mit der Plus-Taste auf dem Ziffernblock auch direkt abschließen. Hier habe ich jetzt noch eine Stapelzuordnung machen, da wähle ich einmal aus und sage Enter. Und dann kommt mein Trick 17, ich mache auf die gerade erzeugte Generalumkehrbuchung nochmal mit Shift und F8 eine weitere Generalumkehrbuchung und habe damit wieder die ursprüngliche Buchung in meiner Buchungszeile drin stehen und kann nun die Korrektur machen, ohne letztendlich eine Eingabe zu viel machen zu müssen. Ich finde es sehr praktisch, wenn man mal schnell korrigieren möchte und den ursprünglichen Buchungssatz eigentlich nur abändern möchte im Feld Konto oder im Feld Buchungsschlüssel. Super praktisch an der Stelle. Und meine 5 liebste Tastenkombination, streng genommen sind es 2, aber fehlen darf es natürlich nicht, ist natürlich die Tastenkombination, wenn ich jetzt einen Buchungssatz ausschneiden und einen anderen Stapel einfügen möchte. Da kann ich einfach den Buchungssatz markieren und dann mit Steuerung und X ausschneiden, einen anderen Stapel öffnen, gehen wir mal hier rein und dann nicht vergessen, in den Stapel, also da in die Primanote einmal 1 reinzuklicken und mit Steuerung V den Buchungssatz einzufügen. Der kam ja erst in den letzten Neuerungen mit vor. Falls du die verpasst hast, schau dir jetzt gerne das Video zu der Neuerung an.
Es ist aber bestimmt so, dass du andere Funktionen hast, die du tagtäglich nutzt, die einfach das Buchen für dich vereinfachen und das vielleicht nicht unbedingt deine liebsten 5-Tasten-Kombinationen sind, weil du mit den Funktionen nicht so viel zu tun hast. Das ist auch gar nicht schlimm, weil Datev hat hier rechts am Rand in der Hilfe, das siehst du am grünen Fragezeichen-Symbol, unter dem Punkt Tastenbelegung buchen, die ganzen Tastenkombinationen versteckt, die es beim Buchen so gibt. Und wenn du hier jetzt halt runter scrollst, würdest du hier auch Tastenbelegungen, also Tastenkombinationen finden, die es dir zum Beispiel massiv vereinfachen, das Feld Buchungstext zu befüllen. Also wenn du jetzt zum Beispiel gerne den Kundennamen oder den Lieferantennamen im Feld Buchungstext drinstehen hast, dann wäre das, was du hier siehst, die richtige Tastenkombination für dich. Aber ansonsten findest du auch alle anderen Tastenkombinationen, die wir heute hier besprochen haben, hier unten auch die zum digitalen Belege buchen. Ist halt nur wenige Klicks entfernt in Datev Rechnungswesen zu finden. Deswegen schau mal rein. Und wenn du eigene Favoriten dann hast bei den Tastenbelegungen, lass es mich gerne in den Kommentaren unter dem YouTube-Video wissen oder auch gerne in der Facebook-Gruppe Steuerfach, wo das Video parallel veröffentlicht wird. Wenn du das Video gut fandest, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Es wird mich auf YouTube ein bisschen pushen und mir auch dabei helfen, anderen das Video zu den Tastenbelegungen anzuzeigen und denen dann natürlich auch weiterzuhelfen. Und wenn du kein weiteres Video mit Tipps und Tricks rund um Datev Rechnungswesen verpassen magst, dann mein Tipp für dich, abonniere am besten den Kanal und klick auf die Glocke, damit ich dich auch aktiv benachrichtigen kann, wenn neues Video online geht. Das war's von mir für diese Woche. Ich sage dir vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Ciao!